Hallöchen, hier ist wieder euer Ziegelstein21 zurück mit einem neuen Technikvideo. Vor 2 Jahren habe ich den JBL Reflect Mini getestet und war sehr zufrieden mit diesem Kopfhörer. Nun teste ich den Nachfolger, den Reflect Mini 2, für 40 Euro. Dieser ist bereits 2018 auf den Markt gekommen, aber immer noch erhältlich. Im Lieferumfang enthalten ist der Kopfhörer selbst, Ohrstöpsel in 3 verschiedenen Größen, Passstücke in 3 verschiedenen Größen, ein Ladekabel, eine Schutzhülle aus Gummi, die etwas fummelig ist und wenig Schutz vor Druck bietet und eine Bedienungsanleitung. Bedient wird der Reflect Mini 2 über 3 Tasten. Diese sind mehrfach belegt und pausieren die Musik, springen ein Lied weiter oder zurück und sind außerdem für lauter und leiser zuständig. Eine zweifarbige LED in Rot oder Blau dient als Status-LED. Über die Tasten kann jetzt auch der Google Assistant oder Siri bedient werden. Beim JBL Reflect Mini 2 ist der Power-Button nun tiefer als beim Vorgängermodell und bietet somit eine gute Orientierungshilfe beim Blindbedienen. Eine kleine Veränderung mit großer Wirkung: der Kopfhörer lässt sich damit viel intuitiver bedienen. Der Sound ist echt JBL und nennt sich nicht umsonst Signature Sound. Er war bisher gut und ist immer noch gut, mit merkbarer Tiefenbetonung. Für den Sport so sehr gut geeignet, um von den Bässen richtig gepusht zu werden. Dafür können sie auch richtig laut sein bei Bedarf. Wer die Musik einfach nur genießen möchte, den werden die betonten Tiefen wahrscheinlich stören. Aber der Sound bleibt im Ohr und belästigt nicht die Umgebung, falls man den Reflect Mini mal in der U-Bahn tragen möchte. Beim Sound ist also nichts verändert worden, die Frequenz bleibt gleich und der Treiber ist bei wiederum 5,8 mm. Die Verarbeitung ist gut, es wurde wiederum das sehr praktische reflektierende Kabel verbaut, um bei Dunkelheit besser erkannt zu werden. Insgesamt macht der JBL einen soliden Eindruck, die Druckpunkte fühlen sich gut und klar an. Allerdings ist die Schutzkappe an der Ladebuchse fummeliger als beim Vorgänger. Neu ist die IPX5 Schutzklasse, bisher war es nur IPX4. Vorher war also gegen Spritzwasser geschützt, mit dem neuen Reflect Mini 2 kann man sich also ohne Bedenken unter den Rasensprenger stellen, ohne auf seine Lieblingsmusik verzichten zu müssen. Neu sind auch 10 satte Stunden Laufzeit, also ca. 2 Stunden mehr als beim Vorgänger. Mit den neuen Android-Versionen, also ab Android 10, kann nun auch die Akkuanzeige in der Notification Bar, also oben rechts in dem Bluetooth-Symbol, angezeigt werden. Das ist sehr praktisch, denn auf den meisten Kopfhörern wird auf eine genaue Anzeige des Ladezustands wegen dem Platzmangel verzichtet. Der JBL Reflect Mini 2 zeigt eine schwache Batterie mit roter LED an. Dann ist die Zeit gekommen, sich eine Steckdose zu suchen. Das Laden dauert maximal 2 Stunden und neu ist die Schnellladefunktion. In 15 Minuten bekommt man Strom für eine ganze Stunde Musikgenuss. Geladen wird per Micro-USB, also wieder das altgewohnte Rätselspiel, ob der Stecker nun richtig rum reingesteckt wurde. Die Kabel sind nicht magnetisch, damit aber während dem Sport nicht das Kabel im Weg hängt, kann es mit einem Clip verkürzt werden und die Kopfhörer können so auch leichter und mit weniger Kabelsalat aufgehoben werden. Der Tragekomfort war bisher schon gut, ist weiterhin immer noch gut. Die Ohrstöpsel und Passstücke sind nun getrennt voneinander und so können deren 3 Größen auch gemischt werden. Die Passstücke werden leicht ins Ohr gedreht und so eingehakt. So bekommt man einen stabilen, sicheren Halt wie gehabt. Außerdem sind die Kopfhörer mit einem Gewicht von 15 Gramm echte Leichtgewichte. Außerdem können die Passstücke nun mit einem Widerhaken befestigt werden und lösen sich nicht mehr durch das Drehen. Die JBL Reflect Mini 2 haben zwar kein Noise Cancelling, dichten aber von Grund auf schon sehr gut am Ohr ab. So hört man wenig Wind und Umgebungsgeräusche. Fürs Joggen gehen reicht es vollkommen aus. Auch fürs Fahrradfahren eignen sich die Kopfhörer, da man durch das Noise Cancelling nichts mehr vom Straßenverkehr mitbekommen würde. In meinem Test hatte ich keine Probleme wie unangenehmes Drücken oder Schmerzen nach längerem Tragen. Durch das Kabel im Nacken kann man die Kopfhörer aber auch bei Bedarf bedenkenlos fallen lassen, da sie immer in Reichweite hängen und nicht runterfallen. Neu ist ebenfalls Bluetooth 4.2. Es war kein Problem, die Hörer mit meinem Galaxy Note, iPad, Garmin Uhr etc. zu pairen. Aber ein Pairing mit dem Google Pixel 2, mit dem Pixel 2 XL und dem 4A 5G gelang mir nicht. Die Kopfhörer wurden nicht von dem Smartphone erkannt. Eine App für die Kopfhörer gibt es nicht. Wie mittlerweile zur Tradition geworden, kommt am Ende noch das Fazit. Für 40 Euro bekommt man hier gute Kopfhörer, die einen beim Workout definitiv motivieren und beim Joggen pushen. Ich finde es sehr praktisch, dass die Kopfhörer mit einem Kabel verbunden sind. Dann kann man diese einfach baumeln lassen, falls man keine Musik mehr braucht und muss sie nicht einfach in irgendeine Tasche stopfen. Technisch sind sie eben nicht der heißeste Scheiß. Es gibt kein Touch, kein Noise Cancel, kein Ambient Bionic Hearing etc. Dafür ist die Bedienung einfach gestaltet. Wer ein Google Pixel Gerät hat, dem muss ich allerdings sagen, dass eine Verbindung mit dem JBL Reflect Mini 2 nicht möglich ist. Das war's dann auch schon mit dem Video. Falls es noch Fragen gibt, dann ab in die Kommentare damit und falls das Video hilfreich war, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Video wieder. Bis dann und ciao!